Vor dir, o Christus, mein König, bekenne ich, dass ich gesündigt habe, wie Josefs Brüder. So habe ich die Frucht der Weisheit und der Reinheit verkauft. Der gerechte Josef wurde von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft, wie später der Herr. Auch wir sind vom Feind in die Sklaverei der Sünde verkauft worden. Folge dem Weg Josefs. Ahme die Gerechtigkeit und die Reinheit seines Herzens nach und gib dich nicht dem Rausch der Leidenschaften hin, die von Gott abwenden. Josef wurde in eine Zisterne geworfen. Er ist ein Vorausbild deiner Grablegung und deiner Auferstehung, o Meister und Herr. Was kann ich dir Ähnliches darbringen? So betet der große Bußkanon des heiligen Andreas von Kreta der Ostkirche. Alle Schriftstellen, die ganze Heilsgeschichte wird bezogen auf den Beter selber. So sollen wir es ja immer tun mit den Schrifttexten. Der Verkauf des Josef, die Tumpheit der Brüder, die in ihrer Bosheit noch das eigene Heil bereiten, als sie Josef nach Ägypten verkaufen. Denn er wird dorthin gehen, um sie zu retten. Gottes Pläne sind wahrlich zuweilen merkwürdig. Das mindert aber nicht die Bosheit der Brüder, wie es unsere Bosheit auch nicht mindert. Und das gilt auch für den Schrifttext, wenn wir vom Weinberg lesen. Wir können diese Weinbergsgeschichte, dieses Gleichnis nicht einfach abhaken und sagen, da wird etwas von Israel weggenommen und es wird der Kirche gegeben. Es ist richtig, dass wenn wir diesen Topos vom Weinberg hören, durchaus zu Recht von der Kirche denken. Aber was tun wir heute mit der Kirche? Wenn wir diesen ganzen Reformlärm, der ja gerade auch in unserem Land seit Jahrzehnten nun nicht verstummt, was alles geändert werden muss in der Kirche, es kommt alles auf den Prüfstand. Da müssen Paradigmen gewechselt werden und es müssen Beschlüsse her und Pläne gemacht, Papiere geschrieben. Wem gehört die Kirche? Den Papierschreibern? Wir sind Pächter der Kirche, liebe Schwestern und Brüder. Der Sohn ist der Erbe und Besitzer seines Weinbergs. Kann er mit ihm nicht tun, was er will? Hat er nicht das Recht, Früchte zu fordern? Von denen redet niemand, weil wir sie ja auch nicht bringen. Fehlanzeige. Noch nicht einmal für uns selber gibt es welche. Aber der Weinberg sozusagen muss per Beschluss jetzt plötzlich eine Feigenplantage werden oder Erdnüsse herstellen oder irgendetwas, aber kein Weinberg mehr sein. Was ist das für eine Haltung? Wir tun das Gleiche heute, wie damals im Gleichnis die ungetreuen Pächter, die sich unmöglich benehmen. Das sehen sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer ein. Er wird diesen Menschen ein böses Ende bereiten. Wir können das teilweise schon besichtigen, das böse Ende, das uns gar nicht bereitet werden muss, weil wir selber dabei sind, es uns zu bereiten. Die Bekehrung wird darin bestehen, dass wir dieses Gleichnis auf uns selber beziehen und dass wir als allererstes, und man darf durchaus über die Gestalt der Kirche nachdenken. Und man darf durchaus darüber diskutieren. Aber immer klar haben, wem sie gehört. Sie gehört Christus. Er ist der Besitzer der Kirche. Er ist ihr Haupt, wie Paulus sagt. Und ob wir beschließen, dass dies und jenes anders sein muss, daran hat sich der Besitzer noch lange nicht zu halten. Er hat uns sein Wort gegeben, wie er sich vorstellt, dass diese Kirche sein soll. Und wenn wir diese Agenda des Evangeliums einmal abarbeiten würden, wenn wir damit begönnen, dann wären wir mit der Gestalt der Kirche, liebe Schwestern und Brüder, einen großen Schritt weiter. Wir wären gute Pächter. Wir würden vielleicht am Anfang nur kleine Früchte bringen. Beeren, die vielleicht nicht besonders schmackhaft wären. Aber Jahr für Jahr würde es besser. Das muss der Zielpunkt der Bekehrung sein. Wir müssen es auf uns beziehen
und uns ändern.